Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Tisch bei mir. Heute gibt es einen super leckeren und einfachen schnellen Bohnensalat und wenn ihr sehen wollt, wie ich den mache, dann bleibt dran. Für den Bohnensalat verwende ich ein großes Glas Brechbohnen, das sind ungefähr 600 Gramm, dann 50 Milliliter Olivenöl, 30 bis 50 Milliliter Essig, 2 Tomaten, 2 rote Zwiebeln oder eine große, meine sind ziemlich klein. Und dann noch Chili, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Und dann können wir auch schon loslegen. So, ich habe jetzt die Zwiebeln etwas klein geschnitten und die Tomaten in Würfeln. Die Bohnen habe ich gut mit kaltem Wasser abgespült. Und jetzt mache ich es einfach in der Schüssel, in der ich auch servieren will, mache ich die Soße. Und zwar nehme ich das Olivenöl, das sind ungefähr 50 Milliliter, den Essig und die Gewürze. Ich habe hier Chili, Salz, Pfeffer und Knoblauch. Wer es nicht scharf mag, der nimmt natürlich ein bisschen weniger Chili. Und das war's auch schon. Jetzt tue ich die Bohnen dazu. Und die Tomaten und die Zwiebeln. Fertig. Der Salat ist fertig, den werde ich jetzt abdecken und den lasse ich dann noch so eine Viertelstunde mindestens ziehen und dann ist er auch servierfertig. Super schnell gemacht, probiert es unbedingt mal aus. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch und vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das kleine Glöckchen zu aktivieren, damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Tschüss, bis zum nächsten Mal, macht's gut! Vergesst nicht, hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren.